Hans Modrow, früher Ministerpräsident der DDR und bis heute international politisch aktiv, spricht im Interview für Weltens TV über seine Begegnung mit Fidel Castro, dem kürzlich verstorbenen Führer der kubanischen Revolution. Mit dem Tod Fidel Castros ist jemand von uns gegangen, der ein großes Leben gestaltet konnte. Die Frage der jungen, bärtigen Revolutionäre bewegte, als die Revolution 1959 stattfand, auch die Führung in der DDR. Die älteren Revolutionären, wie Wilhelm Pieck, der das noch erlebte, auch Ulbricht und andere, erlebten nun, dass junge Leute mit einem Mal einen Prozess beginnen, der ja auf dem Gebiete der mittel- und osteuropäischen Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg so nicht abgelaufen war. Wir wurden befreit durch den Sieg der Roten Armee und der alliierten Streitkräfte. Und nun kamen junge Leute, die einen Weg in die Zukunft gehen wollten, wo sie noch gar nicht im ersten Moment vom Sozialismus sprachen. Sie wollten einfach, dass die Unterdrückung Kubas durch den USA-Imperialismus zu Ende geht und es beginnt ein Prozess. Und was ich immer wieder auch im direkten Erleben von Fidel Castro hören konnte, war: Wir gehen einen Weg, der ein Prozess ist, der keinen Abschluss findet und nicht, wo wir von Siegen sprechen, sondern wir wissen, jeder Schritt ist ein wichtiger Schritt, um das zu erreichen, wofür wir angetreten sind. Eine Welt zu schaffen, in der es nicht Armut und Reichtum auf der einen und auf der anderen Seite gibt, sondern eine Welt zu schaffen, in der die Menschen sich gegenseitig achten, wo Frieden ist, soziale Gleichheit, einfach eine Zukunft und die sie dann auch ab 1962 sozialistisch nannten. Herr Modrow, 1993, vier Jahre nach dem Untergang des sozialistischen Weltsystems, besuchte eine hochrangige Delegation der Partei des Demokratischen Sozialismus Kuba. Was war der Inhalt dieser Gespräche und welche persönlichen Erinnerungen haben Sie an die Begegnungen mit Fidel Castro? Im Jahre 1993, ich war Abgeordneter im Deutschen Bundestag, bat der Botschafter Kubas, dass ich nach Kuba kommen möchte. Er übermittelte eine Einladung der Parteiführung, so war die Aussage, um die es ging. Und dann sind wir zu zweit, Ralf Hartmann, mein Mitarbeiter und ich, nach Kuba geflogen. Ralf Hartmann hat seinen Beginn als Diplomat in Kuba, sprach auch und spricht Spanisch, sodass wir beide uns auf den Weg machten. Es war nicht der Auftrag, darüber zu reden, was war falsch und was macht in Kuba richtig, sondern es war einfach ein Empfinden, das auf Kuba spürbar war. Man will mehr wissen über den Untergang auch der Sowjetunion und über alle Zusammenhänge, die dazugehören. Diese Reise nach Kuba im Sommer 1993 bleibt für mich natürlich unvergessen. Ich hatte Fidel Castro schon zweimal erlebt, gesehen natürlich nur. Einmal 1970, als ich mit einer SED-Delegation an den Feierlichkeiten im Juli teilnahm und auf der Tribüne mitsaß und der Fidel seine Rede nicht unter vier Stunden hielt, als er 1972 die DDR besuchte und ich verantwortlich dafür war, dass auch gute Bilder und dass die Widerspiegelung seines Besuches auch gestaltet wird, denn ich war Leiter der Abteilung Agitation im Zentralkomitee der SED zu dieser Zeit. Und nun bin ich auf Kuba und mit einem Mal wird mir mitgeteilt, Fidel Castro wird über Nacht zu einem Gespräch kommen. Und das war dann auch so, so kurz vor Mitternacht fährt ein Jeep vor,
in dem Gästehaus, in dem wir lebten. Und Fidel Castro steigt aus und wir unterhalten uns auch wieder viele Stunden. Und was ihn bewegte, war vor allem, was ich erst später so tief begriff, wie ist das in der Sowjetunion, was war die Perestroika, welche Rolle spielte Gorbatschow? Und er wusste auch, dass ich 1991, als der sogenannte Putsch in der Sowjetunion auf der Krim gewesen sein soll, wie Gorbatschow es ja als Legende vermittelt, dass ich dort auch Urlaub verbracht hatte und das persönlich kannte. Und so haben wir beide über diese Fragen miteinander diskutiert und uns immer wieder befragt, was ist eigentlich geschehen. Ich erinnerte ihn daran, dass ich im Januar 1990 die Beratung des RGW in Sofia erlebe, wo einer seiner Stellvertreter, Carlos Rafael Rodriguez, der Vertreter Kubas im RGW, teilnimmt und mir am Ende dieser Beratung sagt: Hans, jetzt wird Kuba alleine bleiben. Ihr hattet zeitig ein Gefühl dafür, wie dieser Prozess von Entwicklungen ablaufen wird. Und das war eigentlich das Geschehen, das Gespräch. Und in dem Sinne ist eigentlich zu sagen, in der Phase dieser außerordentlichen großen Schwierigkeiten für Kuba alleine zu bleiben, kein Öl mehr aus der Sowjetunion, in allen Fragen auf sich selber gestellt zu sein, finden Sie einen Weg, der Rückhalt in der Bevölkerung behält. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis dafür, dass Kuba auch heute als revolutionärer Prozess weiter existiert und weitergeht, dass Hoffnungen, die sich mit dieser Insel auch für uns in unserer Jugend verbunden haben, auch heute eine Wirkung, und das spürt man in all dem, was wirklich große Staatsmänner, die es ja heute auf der anderen Seite auch gibt, wie dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, die mit Achtung über Fidel Castro heute sprechen und nicht dieses kleinkarierte Gehabe, das man zum Teil in der Bundesrepublik und an anderen Stellen erleben kann. Fidel Castro war ein Revolutionär und ein großer Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Er ist von uns gegangen, aber er wird vieles hinterlassen, was den Prozess der Änderung dieser Welt auch weiter begleiten oder beeinflussen wird. Herr Morodo, Sie sprachen bereits die Bärte an. Fidel Castro wird das Zitat zugeschrieben: Sobald wir fertig sind in Kuba, werden wir auch Zeit haben, uns zu rasieren. Bis zu seinem Tod hat er seinen Bart getragen. Was bleibt uns von Fidel Castro? Welches Vermächtnis hinterlässt er uns? Und inwieweit kann Kuba in dieser vom Kapital regierten Welt, inwieweit kann Kuba auch seine Unabhängigkeit bewahren? Es gehört zu dem Weitblick Fidel Castros, dass er gemeinsam mit Lula, dem damaligen Vorsitzenden der Partei der Arbeit in Brasilien, im Dezember 1990 nach São Paulo linke Kräfte, ob Kommunisten, Sozialdemokraten, auch Sozialisten einlud, um über den weiteren Weg eines Fortschritts, einer Entwicklung in Lateinamerika zu diskutieren. Seitdem gibt es das Forum São Paulo, das jedes Jahr seine Konferenz durchführt. Ich habe 4-mal an solchen Konferenzen teilgenommen, auch an der 10. Konferenz, die in Havanna stattgefunden hat im Jahre 2000. Und ich erlebte, wie Fidel Castro dort erneut die lateinamerikanischen Revolutionären oder Sozialisten oder fortschrittlichen Kräfte ansprach. Wir müssen den Weg der Veränderung, das Ende der Kolonialisierung, das Miteinandergehen der breiten indigenen Bevölkerungsschichten fortsetzen. Ein Einfluss, der sich dann auch besonders
in Venezuela in all den Formen der Solidarität widerspiegelt. Wenn man auch den Gedanken der Solidarität heute ganz aktuell betrachtet, es sind mehr als 20.000 kubanische Soldaten in Afrika begraben, die dort teilgenommen haben an Befreiungskämpfen. Und jetzt sind Tausende und Abertausende Ärzte, Schwestern, Lehrerinnen und Lehrer in Lateinamerika, in Afrika solidarisch unterwegs, helfen, das Analphabetentum zu überwinden oder ärztliche Betreuung. Und wo einst Soldaten solidarisch aus Kuba waren und kämpften, sind heute Hebammen, die helfen, dass Kinder zur Welt kommen. Das ist dieses neue humanitäre Element in der großen Solidarität, die nun von beiden Seiten sich entwickelt hat. Einerseits, ob Venezuela, ob auch Uruguay und andere Staaten Lateinamerikas. Aber verständlich und klar ist, die Auseinandersetzung mit dem Hinterhof der USA Lateinamerika hat nicht aufgehört. Und daher geht ein Prozess, der genau diese Fragen des weiteren Entwickelns Lateinamerikas berühren. Hier, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle, dass Havanna mit einem Mal der Ort werden könnte, wo er über einen Frieden in Kolumbien verhandelt wird. Es ist eine Geschichte, die sich nicht wiederholt, aber die ein ständiger Prozess ist, der dort abläuft. Und das, glaube ich, ist eine große historische Erbschaft und auch eine Verpflichtung, die Fidel Castro uns hinterlässt. Ganz herzlichen Dank, Hans Modrow. Weltnetz bedankt sich für dieses Gespräch.